Hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich möchte erstmal meinen Genossen und Genossen in Hamburg gratulieren für einen guten Erfolg letzten Sonntag. Ich sage das, weil ich besonders mit Hamburg verbunden bin. Die Gratulation geht natürlich auch an Bernd, aber die Hamburger und Hamburgerinnen, die sind mir ja im Herzen gewachsen. Und ich danke auch unserer europäischen Partei, der Partei der Europäischen Linken und unserem Genossen, dem Vorsitzenden Pierre Laurent, für die heutige Veranstaltung. Und auch der Maite und dem Bernd. Nur die, was ihr jetzt von Maite Moller gehört habt, wird uns als Vorbild in Griechenland verkauft. Spanien ist doch das Vorbild, sagen sie uns alle. Spanien und Portugal ist das Vorbild. Die sind ja aus der Krise, sagen wir uns. Sie haben gehört, was das heißt, aus der Krise zu sein. Im Gegenteil dazu möchte ich Ihnen sagen, dass schon in der ersten Regierungswoche das Programm zur Begegnung der humanitären Krise begonnen hat. Was Maite Moller vorhin gesagt hat über die Kinder, die einmal am Tag essen, das wird in Griechenland gestoppt, weil es natürlich das auch in Griechenland gibt. Es gibt Kinder in Griechenland, die ohne Frühstück zur Schule gehen und vor Hunger umfallen. Und das wird gestoppt. Und zwar sofort. Und das ist nicht verhandelbar. Wie es auch nicht verhandelbar ist, dass es keine Familien ohne elektrischen Strom gibt. Das geht nicht. Darüber werden wir nicht, darüber verhandeln wir nicht. Vor 2-3 Jahren gab es in den Büros unserer Parlamentsfraktion ein Treffen zwischen Tsipras und Schulz, dem Vorsitzenden des Europaparlaments. Ich war auch dabei. Und Herr Schulz wollte zeigen, wie freundlich er uns gegenüber ist. Und er sagte, ja, ihr wisst nicht, wie lange ich gekämpft habe, um meine Genossen und Genossen der sozialdemokratischen Fraktion dazu zu überreden, für das Hilfsprogramm zu stimmen. Während eure Genossen, Bernd meinte er, haben dagegen gestimmt. Und wir haben uns in etwas so verlegen angeguckt, bis wir ihm sagten, ja, wir haben auch dagegen gestimmt, und zwar mit genau denselben Argumenten, wie die Linke hier im Deutschen Bundestag dagegen gestimmt hat. Und ich sage das, um zu einem kleinen Kommentar zu dem, was Herr zu bringen, was Herr Schäuble über die griechische Regierung und über die Griechen, die ihm leid tun, sagte. Man könnte auch sehr viel über die deutsche Politik, über die Politik dieser Regierung, ihrer Innenpolitik, ihre Finanzpolitik und ihre Europapolitik sagen. Solche Bezeichnungen aber sind nicht sehr produktiv, wie Herr Schäuble sie benutzt hat. Ich möchte aber sagen, dass die Linke in ganz Europa 2010 davor gewarnt hat, dass dies eine unseriöse Finanzpolitik ist, dass Geld zum Fenster hinausgeschmissen wurde. Und das haben die griechischen Linken, das haben die französischen Kommunisten, das haben die italienischen Linken, die spanischen, alle gesagt. Weil es ist unseriös, jemand Geld zu leihen und dafür zu sorgen, dass seine Wirtschaft dieses Geld niemals, diese Schuld niemals bedienen kann. Das ist unseriös. Und es ist nicht nur unseriös gegenüber dem Nachbarn, dem Geld geliehen wird, sondern es ist unseriös gegenüber den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen im eigenen Land. Belogen werden die. Es ist nicht wahr, einfach nicht wahr, dass die Sorge unserer Gläubiger
die Rückzahlung der Kredite ist. Das ist einfach nicht wahr. Weil sie können ja, sie sind ja nicht dumm. Sie wissen, dass mit dieser Politik diese Kredite nicht bedient werden können. Paul Krugman hat neulich berechnet, dass der Primärüberschuss, den Griechenland mit seinen europäischen Partnern zusammen beschlossen hat, denn ich sage ja nicht, dass die vorigen griechischen Regierungen nicht daran schuld sind. Es sind Primärüberschüsse von 4,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die führen, meint Paul Krugman, zu einem Verlust von 6-8% am Bruttosozialprodukt. Ja, und dann kannst du es eben nicht, dann kannst du eben deine Schulden nicht bedienen. Das macht doch kein Bankier. Es gibt doch keinen Bankier, der die Darlehennehmer unter Wasser drückt, weil er sein Geld, seine Zinsen und sein Geld zurückhaben will. Nein, es geht darum, dieses Modell, dessen Folgen Maite Moll vorhin beschrieben hat und Pierre Laurent, in ganz Europa auszudehnen. Darum geht es. Und das Argument wird sein, wenn ihr nicht spurt, seht, was den Griechen passiert ist. Genauso wie man uns sagt, seht mal, was auf Zypern passiert ist. Nun, ich will nichts über die Verhandlungen sagen. Die Verhandlungen laufen. Sie sind das Treffen gestern ist zwar ergebnislos verlaufen, dank des Rückziehers, den Herr Moscovici gemacht hat, zusammen mit anderen Finanzministern, nicht mit allen. Aber die Verhandlungen laufen. Und ich meine, dass die Europäer, alle Europäer, gezwungen sind, sich zu einigen. Und sie sind gezwungen, sich zu einigen, hauptsächlich aus zwei Gründen. Weil man erstens nicht weiß, was für finanzielle Folgen ein Scheitern der Gespräche haben wird. Das weiß man nicht. Und es ist nicht wahr, dass Europa darauf vorbereitet ist. Erstens. Zweitens aber, und wissen Sie, das ist kein Druckmittel seitens Griechenland, weil eine Finanzkrise in Europa wird natürlich auch Griechenland treffen. Es ist nicht etwas, was wir sagen können, ja, wenn ihr nicht wollt, dann eben Finanzkrise. Nein, das wollen wir nicht. Und das zweite, und der zweite Grund ist genauso wichtig für beide Seiten, nämlich: Wer will eine außen- und sicherheitspolitische Instabilität im östlichen Mittelmeer haben? Heute. Wer will das? Ich will das nicht für mein Land. Ich will nicht, dass in meinem Land Vertreter verschiedener Mächte ein- und ausgehen und um Erleichterungen oder Fazilitäten bitten. Nein, das will ich nicht. Aber ich meine, das braucht Europa auch nicht. Wenn wir zu einer neuen Ordnung in Europa, einer neuen friedlichen und sozialen Ordnung in Europa schreiten wollen, und das ist ja zumindest die Friedenspolitik, auch wenn wir Linke zu Recht protestieren gegen die Militarisierung Europas, wir protestieren gegen Interventionen, aber trotzdem, man kann sagen, dass im Vergleich die Europäische Union eine mildere Außenpolitik führt. Und niemand will das in Gefahr, will das gefährden. Niemand. Und ich meine auch, dass die Europäische Union insgesamt eine etwas mildere Außenpolitik führt, weil auch Deutschland. Das ändert sich in der letzten Zeit. Aber Deutschland, ich meine das Nachkriegsdeutschland, hat eine Tradition der sanften Außenpolitik. Wie gesagt, das ändert sich.
Zum Schlimmeren. Aber unsere Chance und unsere Intention ist, das zu bewahren. Und das geht nicht, wenn man den Südosten gefährdet. Ein Krisengebiet. Deswegen bin ich zuverlässig. Ich vertraue auch meinen Genossen und Genossen in der Region. Ihr wisst, das ist sehr schön. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man so alte Bekannte, mit denen man auf Demonstrationen marschiert hat, mit denen man Streiks organisiert hat, jetzt in den Ministerien grüßt. Das ist sehr schön. Und das ist eine Art von Sicherheit. Man fragt uns sehr oft, warum meint ihr, dass ihr Steuerflucht und Korruption bekämpft?